Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play League of Legends. Wir spielen Vel'Koz und ja, ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, es ist ein Bot-Game, ja, tatsächlich. Es ist das erste Mal, dass ich ihn mir spiele. Ich habe ihn mir gerade gekauft. Und ja, weil ich es noch nie gemacht habe und ich wollte auch einfach mal Mainstream sein, habe ich mir doch einfach mal auch den Stahlkrieger dazu geholt, also den Skin. Ja, sieht auf jeden Fall richtig hammer nice aus. Sieht genauso aus wie so ein Viech aus Krieg der Welten, finde ich. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie man ihn spielt. Ich gehe jetzt wahrscheinlich auch top. Wir haben einen AD Carry. Das heißt, ich gehe top 1 gegen 2. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, wo der Xenzau hingeht. Ich dachte erst, er wird jungeln gehen, aber jetzt hat er... Ich sehe gerade, er hat gar keinen Smite, sondern ich erschöpfe mit. Egal, jedenfalls First Time Vel'Koz. Wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Und ja, ist halt jetzt ein Anfänger-Bot-Game. Lade ich eigentlich nicht hoch sowas, aber ich dachte mir First Time und am ersten Tag, wo er rausgekommen ist, muss man ihn doch auch mal spielen. Und bevor ich mich da in einem richtigen Game total blamiere, probiere ich ihn lieber mal aus. Naja, für die, die ihn noch gar nicht kennen, er ist wie so eine... Ja, wie soll man sagen? Er ist so wie so eine Kombination aus Cho'Gath, Viktor und ja, so ein bisschen Swain. Also er kombiniert eigentlich ein paar, mehrere AP-Champs, also ineinander und ja, macht halt extrem viel Schaden. Seine Fähigkeiten werden wir uns gleich anschauen, durchaus probieren. Das langweilige Durchlesen machen wir nicht. Der dritte Treffer, also die zersetzenden Gegner sind normalen Angriffe, seine Fähigkeiten und der dritte Treffer. Das ist eine Verletzlichkeit aus dem Versuch. Oh, nice. Ah, okay. Sprich, wenn man die Gegner dauerhaft penetriert, also die ganze Zeit mit Fähigkeiten. Die ganze Zeit mit Fähigkeiten angreift und das dreimal hintereinander macht, dann kriegen die zusätzlichen Schaden. Das ist ziemlich genial. Wie sieht's aus? First Blood. Wow. Da kam jetzt viel Damage rum. Und machen wir einfach mal First Blood. GG, Alter. Okay, der Damage, der war jetzt aber... Jetzt will ich jetzt nochmal sehen, wie viel hat der gemacht? Das kam jetzt irgendwie weit mehr vor, als es wahrscheinlich war. Verdammt, Signal hat nicht mehr gereicht für den Kill. Wow. Das ist aber nicht schlecht. Okay, die Kuh gefällt mir schon mal richtig geil. Feuert Plasma-Blitze, heißt es hier. Verlangsamung von 70%? Achso, die innerhalb von einer Sekunde abgedacht. Ich dachte schon, wenn die so 5 Sekunden halten würde wie Nasus oder so, das wäre ja ein bisschen krass. Und bei erneuter Contapture-Werkzeug. Ah, okay. Aha, okay, gut. Sehr interessant mit dem 90 Grad abspreizen. Ist auf jeden Fall richtig geil, das ist. Das ist so eine... Ja, wie soll man das sagen? Was ist das? Es erinnert mich ein bisschen an die W von... an die Ulti von Corki oder ein bisschen auch an die W von K6. Was ist denn die Q jetzt? Die W jetzt eigentlich? Ja, leckt mich doch. Ist das... Wow! Genial! Nach einer kurzen Verzögerung versucht er... Beide Treffer erhöhen die organische Zersetzung um eine Steigerung. Tektonische Stoße schafft einen Energiestoß auf einem Gebiet in Nähe und... Oh, okay. Das hört sich doch richtig nice an. Ah, okay. Und der wirft dann hoch, wie Cho'Gath. Dachte ich's mir doch, dass der so ähnlich ist. Aha. Aha. Und nein, das reicht nicht. Scheiße. Egal, okay, dann hätten wir die Fähigkeiten ja schon mal und die Minions verfolgen mich einfach mal durch die Büsche. Creepy. Okay, gut, dann fehlt eigentlich nur noch die Ulti. Die Passive, ja, ist ein bisschen schwierig, die jetzt auszutesten, weil die Bots nach einem Angriff immer weggehen. Das ist ein bisschen ein Problem. Einen Energiestreit in den Mauszeiger. Okay, also die Ulti kann man permanent, steuern. Gut, es klingt doch recht interessant. 500 Schaden und 20% Verlangsamung. Ja, das ist... Oh Mann, ich sag's euch, der Champ wird sowas von OP und der wird sowas von genervt. Spätestens in 3 Wochen ist der sowas von genervt. Also, wenn die den nicht nerven, dann... Naja, gut, bisher ist meine Meinung noch recht gut. Kommt halt auch noch dran drauf an, wie das erste Normal Game mit ihm läuft. Aber ich denke jetzt mal so an sich,
Wird das schon ganz gut sein? Oh, jetzt ist er genau da Level abgegangen. Das hat eh nicht gereicht, weil der Typ da nicht mit drauf. Ah, okay. Ah, ach so. Okay, das ist die Passive. Ich wollte gerade fragen, was das für eine. Was das für ein Zeug bei den Minions da ist. Und kriegst du ihn? Verdammt! Eine Sekunde zu spät die E gemacht. Egal, aber auf jeden Fall. Wir haben wieder Angriff. Das finde ich auch recht chillig da. Mit diesen Laserblitzen. Also der Skin ist auf jeden Fall richtig geil. Also richtig aus Krieg der Welten entnommen. Ich werde ihn wahrscheinlich nochmal let's playen ohne Skin, aber ab da dann nur noch mit Skin. Und ich werde ihn jetzt übrigens die nächste Zeit nur noch zocken und wahrscheinlich auch sehr viele Videos mit ihm hochladen. Ja, ich weiß, für die Leute, die ihn nicht mögen, nicht kaufen oder sonst irgendwas, wird es jetzt ziemlich scheiße werden, aber ich werde jetzt so viel mit dem Typen machen, weil der mir einfach sowas von taugt. Allein schon die Champion-Spotlights und so waren schon ziemlich geil, wobei ich bei den Fähigkeiten dann immer weggeklickt habe. Also ich habe mir immer nur die Trailer angeschaut sozusagen. Dieser eine Trailer da, wo er diesen einen Menschen in dem Wald da killt, oder beziehungsweise die Menschen, da war ja so eine ganze Armee teilweise. Gut, ist jetzt ein bisschen behindert, wenn da ein Gegner vor dem steht, dann fängt der sozusagen die Skills ab, also dann fängt er die Kuh ja ab. Das ist ein bisschen blöd, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, aber ja gut, dann wäre die Range natürlich ein bisschen OP, das muss man natürlich auch sagen. Also wenn der einfach so ungehindert da über die Entfernung Damage machen könnte, das wäre trotzdem ein bisschen krass. Ansonsten ist es eigentlich recht genial, aber wie gesagt, ein bisschen zu OP wäre dann schon. Egal, wir gehen jetzt gleich back und holen uns mit Jaya's Seelenstähler und dann zerrotzen wir die Bots einfach noch schnell und dann ist das eine schnelle Runde mit dem ersten Mal Veikot. Centaur hier wäre auch recht nice, wenn wir den holen könnten. So, ich sorge schon mal dafür, dass wir es gleich kaufen können hier mit Jaya's und dann wahrscheinlich noch Schwur oder so, keine Ahnung. Mal schauen, was sich so ergibt. Alles hochwerfen ist... Oh, oh, ich liebe diesen Jam jetzt schon. Ich dachte mir, wenn ich schon mal so ein Zeug mitmache, dann, also Mainstream, neuen Champ plus Skin kaufen, dann wenigstens bei einem Champ, der auch richtig geil ist. Also so wie Veikkos. Ich finde Lucian zum Beispiel, den habe ich mir immer noch nicht gekauft. Finde ich nicht so geil. Und, wen habe ich noch nicht gekauft? Wie hieß er gleich wieder? Yasuo, genau, habe ich mir auch nicht gekauft, weil ich finde, ja, gefällt mir nicht. Es ist einfach so, ich kann nicht mit dem spielen, also Free-to-Play habe ich ausprobiert. Habe ich ihn ausprobiert und ja, der hat mir einfach überhaupt nicht getaugt. Also konnte ich nicht mit umgehen, kann ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht. So einfach ist das. So, jetzt nein, oder? Nein! Wollte ich die Ulti mal ausprobieren, da verstummt der Typ mich. Das ist doch eine Frechheit, ey. Dafür kriegt er jetzt aufs Maul. Ohne Spaß. Das war jetzt ein Basic Attack, glaube ich. Wollte gerade die E machen. Naja, gut. Die Ulti, First Ulti schon mal richtig geil verkackt. Das, dieser scheiß Cho'Gath, was verstuckt denn der mich einfach, ey? So ein Pisser. Ganz ehrlich. Ah, egal. Naja, gut. Es wird noch Joan Kester. Jo, das mit dem KSen ist ziemlich geil. Ich liebe KS-Charaktere, vor allem mit... Ah, oh, da kommt natürlich genau der Stun. Yay, noch ein Kill für mich. Ich finde die E, die macht eigentlich richtig geilen Damage. Fast mehr als die Q. Also, so... I ban him ever. Ja, kannst du probieren, aber... Das kriegst du doch eh nicht hin. Nein, da waren die Minions im Weg. Verdammt, ich habe einen kurzen Moment vergessen, dass die Minions das ja auch abfangen können. Ich bin traurig. Jetzt wird er die ganze Zeit gebannt. Am Ranked werde ich ihm demnächst wahrscheinlich eh nicht zocken. Also Silber 3 bin ich ja inzwischen. Da riskiere ich es mal lieber nicht, dass ich einen neuen Champ wähle, den ich überhaupt nicht kann. Und dann extrem viele. Also noch nicht die Countdown zu kennen, meine ich mit nicht kennen. Naja, riskiere ich erstmal noch nicht. Also werde mich ein paar Normal Games mit ihm einzocken. Und ja doch, heute ist Donnerstag. Morgen ist ein ziemlich chilliger Tag. Ja, oh, letzter Shooter vor den Ferien da. Ach, ich glaube, da kann ich heute auch noch ein Ranked zocken. So, dann schauen wir mal, ob wir auch den Kill, dem guten alten... Yay, noch ein Kill für uns. So, und... What the fuck?
Ich weiß, ich habe die Ulti gerade gefailt, also ich hab's. Ich muss halt jetzt erstmal schauen, wie das überhaupt funktioniert, aber. What the fuck? Der. Das ist ja. Das ist ja der geilste Champ, den sie jemals gemacht haben. Leute, wer mir da nicht zustimmt, der hat keine Ahnung. Oh, diese Ulti. Wenn man die wirklich komplett trifft, der hat ja der Gegner keine Chance. Ja, wirklich null Chance. Und der Cho'Gath wirft mich halt immer hoch, wenn ich meine Skills mache. Das ist so ein Sackgesicht, ohne Spaß. Der versaut mir gerade richtig meine gute Stimmung. Ja, dafür kriegt er jetzt auch gleich richtig aus. Ernsthaft. Er rennt die ganze Zeit weg und wenn ich ihn dann einmal angreife, haut er mich hoch und bleibt stehen. Ups. Ich habe kein Mana oder fast kein Mana. Sollte man auch mal aufpassen, aber der Damage ist jetzt eigentlich nicht so hoch, muss man sagen. Aber die Kombis sind halt geil. Slow, Stun oder halt hochwerfen, weil es ist ja ein Stun. Und ja, also kann man doch schon ordentlich Damage mitmachen. Also auf jeden Fall. Taugt mir jetzt auf jeden Fall. Also ziemlich chillig. Ziemlich chillig. Ja, unser Jaya sammelt schön seine Stacks an und durch die Kekse kriege ich so gut wie keinen Mana. Deswegen ist es recht sinnlos, die jetzt noch weiter zu fooden. Ah, verdammt. Oh, wobei Tarik geht weg. Jetzt habe ich den verkackt. So. Oh, nice. Nice. Nicht nice. Nicht nice. Nicht nice. Zack. Und nein, 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 nein. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Und noch ein Double Kill rausgeholt. Oh Mann. Oh Mann. Wie geil ist das denn bitte? Ich dachte schon, ich sterbe. Wir holen uns jetzt mal der Kelch der Harmonie, weil dass wir so wenig Mana haben, kotzt mich ziemlich an. Und dann noch so ein Riesenstab und dann wieder 5 Kekse. So. Jo. Und dann geht's auch schon wieder weiter. Wir gehen mal in die Midlane, da ist der Weg kürzer zur Lane. Joa, 9-0, gutes Bot-Game, klar, aber es läuft. Also es ist auf jeden Fall, also die Ulti, 672 Schaden auf Level 1. Wie viel macht die denn auf Level 3 dann? 1000 oder 750? Boah. Das wird der krasseste Champ, den ich jemals gespielt habe. Naja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf gehabt und naja, war das erste Mal, dass ich mir einen Champ geholt habe, gleich nachdem er rauskam. Von daher passt es schon. Also, sowas mache ich ja nicht immer, beziehungsweise mache ich ja jetzt eh zum ersten Mal. Von daher, denke ich mal, kann ich mir das schon erlauben. So, und... Ja, da ist eine Ulti gar nicht nötig für so ein Level 5er Tarik, aber ja, eigentlich ist die Q schon geil. Ich meine, wenn man jetzt mal im Teamfight das so sieht, man macht auf den vordersten, dann breitet die sich auf die zwei Leute, die neben ihm. Oh, verdammt, die Ulti war jetzt gewastet. Ich dachte nicht, dass meine Skills so viel Schaden machen. Ah, scheiße. 2 Minuten Cooldown. Egal, wir machen so einen krassen Damage, da passt es schon. Ich merke jetzt gerade, wir haben Teleport ready, das heißt, ich mache schnell Blue Buff. Oder nein, ich bin nicht back, nicht behindert. Mal schnell. Ach, ich mache einfach den Blue Buff da unten. Laufen wir mal chillig zwischen den Türmen lang. Ah, verdammt, das hat nicht ganz gereicht. Egal, wir machen schnell den Blue Buff. Sollte eh noch keiner gemacht haben. Und dann, ja, dann beenden wir das Spiel wahrscheinlich gleich. Aber es meine Einschätzung zum Champ richtig genial. Macht auf jeden Fall Bock. Das ist eh die Hauptsache. Wenn ein Champ keinen Bock macht, dann braucht man ihn auch nicht zu spielen. Von daher passt es schon, also cooler Champ, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir Blue Buff, jetzt machen wir noch einen Pentakill und dann passt es. Dann, ja, ist alles cool. Oh, okay. Die Kuh hat sogar noch getroffen durch dieses 90% Abwinkeln. Ich find's richtig geil, ich find's wirklich richtig geil. So, die Syrah will der Jinx die Kills lassen, aber nicht mit mir, meine Freunde. Nein! Nein! Da mache ich nicht mehr in Range. Oh, was sehe ich denn da anhoppeln? Ein Freekill. Nennt man das in der Fachsprache auch? Oh, schade, 2 weg. Die Ulti haben wir auch gleich wieder. Die könnten wir nicht. Wenn man die wirklich genau in die Base reintrifft, könnte man theoretisch die Typen alle in der Base killen. Also theoretisch. Theoretisch natürlich nur. Okay. Irgendwie machen wir, wenn wir alle zusammen spielen, viel weniger Schaden, als wenn wir alle solo spielen. Kommt mir zumindest gerade so vor. So, die Ulti 700, okay. 700. 700, das ist
Auf Level 11 700. Wie krass ist das denn bitte, Leute? 700 auf Level 11. Das ist ja das Heftigste, was ich jemals gehört habe. Ah, oh, scheiß Minion hat mal wieder die Kuh geblockt. What the fuck? Der Damage ist einfach nur noch geil. Ich weiß, es sind Bots, die kriegen sowieso so viel Schaden, weil sie so low sind, aber so viel Schaden macht einfach kein anderer. Gut, mit 20 Stacks auf Mitch Eier, das ist dann wahrscheinlich schon, aber ja, ich sag jetzt einfach mal, der macht schon geilen Schaden. Ja, auf jeden Fall eine geile Runde. Belkos mal ausprobiert. Auf jeden Fall ziemlich cooler Champ. Wir werden ihn jetzt, wie gesagt, auf jeden Fall noch ziemlich oft zocken. Auch im Let's Play. Und ja, dann werden wir sehen. Wow. Sind noch alle in der Base verreckt. Dann werden wir sehen. Also wie gesagt, mal schauen, ob ich sie im Ranked zocke und das dann eventuell aufnehme. Muss ich sehen. Euch spielen jetzt erstmal mit ihm ein. Und ja, danke fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.